Hey, ich bin Shaul. Willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Wir sind wieder in der Leere unterwegs und versuchen, den Sohn des Gouverneurs, Lammy, zu finden. Ich kann mich nicht mehr manifestieren. Was? Wieso jetzt nicht schon wieder? Siehst du schon wieder diese Geisterdinger da? Okay, schauen wir mal. Diese Geisterfallen. Ich sehe keine Geisterfallen. Wieso kann sie sich nicht mehr manifestieren? Nur da vorne am Eingang? Geisterschutzvorrichtungen. Ich kann mich hier nicht manifestieren. Dämonologen testen die Grenzen ihres Wissens wirklich gern aus, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Aha. Das macht sie lediglich menschlich. Warum? Gibt's denn hier irgendwas? Nichts, was leuchtet. Ach, das ist einfach nur, um zu zeigen. Ah, okay. Das Spiel möchte mir zeigen, dass Geisterfallen jetzt auch hier im Leerwandeln, in der Leerwelt, im Spalt, keine Ahnung, wie man das nennt, dass die hier auch vorhanden sein können. Das müssen wir natürlich wissen, weil wir natürlich mit Antenna... Achtung, dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. ...stärker sind. Da oben, ne? Nee. Weil wir mit Antea hier in der Leerwelt... Es ist furchtbar ruhig. ...stärker sind. Warum ist es so furchtbar ruhig? Ja, es ist furchtbar ruhig, genau. Na, mal sehen, wo wir dann hinkommen. Guck mal, hier liegt sogar was. Was war das? Hat er das mitgebracht? Red, ich kann mich nicht mehr manifestieren. Das Problem ist, die Dinger immer zu finden, ne? Können hier eigentlich auch diese... Oh, die Geräusche, ey. Können hier eigentlich auch diese Splitter rumhängen? Wohl? Das sieht ja übel aus. Okay. Aha. Oh, was ist denn da? Eine Geisterfalle, oder? Was? So. Wir machen sie aber von hier fertig. Ihn kann ich... Warum kann ich ihn nicht abknallen? Warum nicht? Pisst euch! Schämen. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Bleib unten. Digga, was? Weil er hier seine Fallen aufgestellt hat. Das kann ich nicht zerstören. Ach, oder werden die gebunden an sowas? Das kann natürlich auch sein. Warum ist hier ein Schild? Was ist das? Ach, die hängen da fest. Die hängen da fest, deswegen greifen sie an. Geisterschutzvorrichtungen. Denkst du, du kommst allein zurecht? Nein, denke ich nicht. Guck mal, ich kann ihn nicht abknallen, weil er hier an das Ding gebunden ist. So kann er leer wandeln, ohne Schaden zu nehmen. Vorsicht jetzt. Was ist da? Die hängen quasi an diesen Dingern fest, ist ja interessant. Was ist da oben? Ein Ariadne-Faden, der einen durch die Leere geleitet. Äußerst nützlich. Ja, sehr nützlich, bis die Maus den Faden abbeißt. Und du richtig gearscht bist. Damit meinen die hier dieses Schild, ne? Also wir müssen dem Schild folgen. Was ist da Schönes?
Nein, jetzt sag nicht, hier gibt's auch so Puppen. Ach nee, ist wieder so ein totes Tier. Wahnsinn. Wahnsinn. Man merkt, dass hier jemand da war. Okay, wir können da rein oder darüber. Ja, das, ich finde, das ist mehr versteckt. Dann gucken wir mal hier. Ja, es sieht wie eine Höhle aus. Wie ein Runterschlupf. Sieh mal einer an. Gruseliges Versteck. Die Brut des Gouverneurs hat ein Flair fürs Dramatische. Der Kadaver ist anders. Ist wohl an einer Krankheit gestorben. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt? Okay, gucken wir uns erstmal die anderen Sachen an. Karte der Eggen. Eine von Hand gezeichnete Karte der Eggen mit den Initialen ER darauf. Zwei Orte wurden eingekreist, die verlassene Mühle und der Gottesacker. Der Schleier zwischen dem Aralu und dem Leben, der Lebenwelt scheint an diesen beiden Orten besonders dünn zu sein. Ein Riss? Obskure Dämologenschriften. Geistererscheinungen können mit Hilfe von verschiedenen bekannten Ritualen kontrolliert werden oder zumindest die richtige Richtung gesteuert werden. Diese müssen äußerst vorsichtig durchgeführt werden, um die Kontrolle nicht zu verlieren, was ansonsten katastrophale Folgen haben könnte. Eine unleserliche Gleichung. Wenn die gesprochenen Worte der Macht in ihrer Stärke auch nur um den Wert 0,1 abweichen und keine angemessenen Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, wird der Geist zwar erscheinen, sich aber nicht den Willen des Dämologen beugen. Dies gilt es in jedem Fall zu vermeiden, denn es kann schwere Verletzungen, den Tod oder noch Schlimmeres nach sich ziehen. Das ist wirklich dunkle, falsche Magie. Schlimmer als der Tod. Ich hab's gelesen. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. Gibt's hier noch was Schönes? Was ist denn hier? Lava? Mr. Lava, Lava. Ehrlich, was ist das für ein Zeug? Verbannerregel Nummer 4. Wenn Schleim austritt, nicht anfassen. Wieder ein verbocktes Experiment? Vielleicht entstammt es ursprünglich der Lehre. Da ist er! Deswegen kamen wir da nicht durch. So, ihr könnt mich also sehen. Ihr steckt doch voller Überraschungen, mein junger Master. Ihr müsst reden. Der Geist einer Verbannerin? Wahnsinn! Wie in Gottes Namen habt ihr mich gefunden? Ach, egal. Dem Herrn sei Dank dafür. Ich hatte schon befürchtet, hier alt zu werden. Er kommt nicht mehr zurück. Ihr versteckt euch in der Leere? Ihr sitzt hier fest. Stecktet ihr hier fest? Im Aralu. Eigentlich war ich auf der Suche nach der Quelle des Gifts. Ich habe mein Können vielleicht etwas überschätzt, aber wenn man schon irgendwo feststeckt, dann doch lieber an so einem großartigen Ort wie diesem, ne? Verratet mir doch, wie ihr an dem Wächter unter der Mühle vorbeigekommen seid. Habt ihr eine Attrappe verwendet? Wir haben gegen ihn gekämpft. Wechselt nicht das Thema. Ihr habt ihn bekämpft, aber natürlich. Gute Sache. Ich hatte befürchtet, er hätte mich nun durchschaut. Oh, aber ich habe so viele Fragen. Wir sind nicht zum Spaß hier, Junge. Außerdem stellen wir hier die Fragen. Oh, natürlich. Okay, über Caleb Watson. Wir müssen uns über Caleb Watson unterhalten. Warum zum Teufel habt ihr ihm ein Wiederbelebungsritual gegeben? Ruths Tod hat den armen Caleb schwer mitgenommen. Er war so einsam und da habe ich ihn oft in seiner Werkstatt besucht. Wir haben viel geredet. Er interessierte sich sehr für meine Arbeit und konnte gut zuhören. Als er erfuhr, dass man sie zurückbringen könnte, hatte er nur eine Frage. Wie? Eine wirklich tolle Geschichte. Er hat seine Trauer ausgenutzt. Männer, die Trauer und schwarze Magie zusammengebracht hat. Eine wirklich schöne Geschichte. Ich hätte mehr Vorsicht walten lassen sollen. Das war purer Leichtsinn. Wir haben gerade eine Hexenjagd. Euer vermasseltes Ritual könnte euch das Leben kosten. Ihr habt recht und es tut mir leid. Ich fand es in einer Ausgabe von De Occulta Philosophia von Cornelius Agrippa von Nettesheim. Überragendes Buch.
Ich habe schon einige illustre Okkultisten getroffen und keiner besaß eine authentische Kopie des Agrippa. Bei der Übersetzung oder beim Druck gehen oft Nuancen verloren. Ich wage zu bezweifeln, dass eure Ausgabe da anders ist. Natürlich! Die Macht liegt in den Worten und meine waren falsch. Deshalb hat es nicht funktioniert. Wie faszinierend. Ihr müsst diesen Weg verlassen. Eure Nachforschungen bringen euch in Gefahr. Ist euch bewusst, was mit euch passieren könnte, wenn eure Taten publik würden? Das Ansammeln von Wissen kann doch sicherlich keine Sünde sein. Erinnert ihr euch an Deborah? Miss Comenius. Ja, selbstverständlich erinnere ich mich an sie. Euer Vater gab uns auf, dies alles zu untersuchen. Wir müssen das Mysterium aufklären. So oder so. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam, auf was ihr hinaus wollt. Ich könnte also ein klitzekleines bisschen in Gefahr schweben. Was macht ihr hier? Es erweckt den Anschein, als würdet ihr knietief in euren Forschungen stecken. Was genau macht ihr hier? Ich suche natürlich nach dem Ursprung für den Fluch, der auf den Harrows lastet. Und ich habe auch schon eine Theorie dazu. Natürlich habt ihr das. Sprecht. Zuerst dachte ich, das Wasser wäre vergiftet worden. Aber mein Vater hat den Brunnen versiegelt und die Leute wurden trotzdem weiter krank. Sie haben nach Hexenwerk gesucht. Zwar ein närrischer Aberglaube der ungebildeten Massen. Und doch ist ein Hauch Wahrheit daran. Seht ihr, das Aralu verdirbt New Eden. Sein Einfluss reicht bis in die Harrows. Die Beweise dafür sind überall zu sehen. Könnt ihr es beweisen? Könnt ihr das mit Sicherheit sagen? Wo sind eure Beweise? In New Eden ist die Schwelle zwischen unserer Ebene und dieser dünn. Selbst ich, ein Novize, kann das Grenzgebiet erreichen und noch weitergehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass es nicht das erste Mal ist. Vor einigen Jahren wurde New Eden schon einmal von einer Epidemie heimgesucht. War es dieselbe Krankheit? Ich glaube, die erste Epidemie war ein Ergebnis der relativ großen Durchlässigkeit der Grenze zwischen New Eden und dem Aralu. Aber während sich damals das Fleisch entzündete, werden heute Gedanken und Geist korrumpiert. Und ich glaube, ich habe die Quelle gefunden. Na, was ein Glück. Es gibt eine Substanz, einen merkwürdigen Schleim. Er ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich halte ihn für die wahre Quelle des Gifts in den Harrows. Er hat einen ganz eigenen Gestank. Wenn ich ihn rieche, vernebelt er zunächst meine Gedanken. Dann verliere ich die Kontrolle über meinen Körper. Über die Quelle. Was hofft ihr, an der Quelle des Schleims zu finden? Ein Heilmittel. Der Schleim sickert in unsere Welt und macht uns krank. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Leider kann ich die Quelle nicht erreichen. Das Aralu ist ein imposanter Ort. Komplex. Ein Irrgarten, der sich ständig verändert, sich neu formiert. Dieser Isthmus zum Beispiel. Der Schleim trat aus einem Riss im Boden aus, aber das Terrain formte sich neu. Und nun komme ich dort nicht mehr hin. Vielleicht finden wir einen Weg hindurch und können einen Blick auf diese sogenannte Quelle werfen. Das würdet ihr? Das wäre wunderbar. Würde es euch etwas ausmachen, Notizen zu machen? Wer seid ihr wirklich? Ihr seht Geister. Ihr schlendert durch die Leere, als wäre sie euer Garten. Ihr kennt verbotene Rituale und gebt sie weiter. Wer seid ihr wirklich? Ich bin Lami Haskell, ein Mann vieler Wissenschaften. Ich strebe, so könnte man sagen, nach der ultimativen Wahrheit. Das wirft mehr Fragen als Antworten auf. Was sind die Säulen des Universums? Was regiert unsere Existenz? Verändern wir als Okkultisten die Welt oder kratzen wir nur an der Oberfläche? Jede neue Disziplin enthüllt eine weitere Schicht der Realität. Ich bin noch am Anfang, aber sieh schon, wie weit ich gekommen bin. Erstaunlich, oder? Wer hat euch gelehrt? Ihr habt den Lehres unter der Mühle nicht zufällig gefunden. Ihr hattet Hilfe. Wer hat euch geholfen? Ich habe Nachforschung angestellt. Plötzlich hat es euch die Sprache verschlagen. Ich möchte jene, die nicht anwesend sind, lieber nicht in die Sache reinziehen. Diskretion, ihr versteht sicher. Euer Vater geht auf Hexenjagd, euer Leben steht auf dem Spiel. Wir finden euch bis zum Halse in schwarzer Magie steckend. Reden schwingend über eure transzendente Reise. Euer Leben schwebt in Gefahr, Lami.
Wir müssen dem Teufel mit seiner eigenen Masche trotzen. Das ist das Reinste aller Werke Gottes, pflegte mein Vater immer zu sagen. Ja, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass euer Vater so etwas sagt. Mit 10 kam ich zum ersten Mal mit Dämonologie in Kontakt. Er sah mich als seinen Erben an. Aber dann auf einmal waren die Bücher für mich verboten. Also stahl ich sie. Die gleichen Bücher, die ich als Junge stets lesen musste. Im Gegensatz zu ihm verstehe ich sie. Ich habe nichts Falsches getan, außer dass ich sie klaute. Über euer Studium der Dämonologie. Ihr habt Dämonologie studiert? Ganz ohne Hilfe? Ich gebe zu, als mein Vater mir meine Studien verbat, widersetzte ich mich ihm und machte heimlich weiter. Die dicken Bücher waren langweilig, bis sie verboten waren. Plötzlich konnte ich nicht genug von ihrem geheimen Wissen aufsaugen. Seltsam, nicht? Vor kurzem dann zeigte mir ein guter Freund meines Vaters, dass ich bis dahin lediglich an der Oberfläche gekratzt hatte. Wer war dieser Freund? Wer war dieser Freund eures Vaters? Ein wandernder Franzose, der New Eden in den letzten Jahren häufig einen Besuch abgestattet hat. Er nennt sich einen Sucher nach der ultimativen Wahrheit. Er war ein erfolgreicher und profunder Denker. Mein Vater war so stolz, mit ihm zu reden. Für ihn ist Wissen die Leiter zu wahrer Größe. Und wahre Größe ist der Preis. Für mich ist Wissen selbst der Preis. Okay, dann sehen wir uns diesen Schleim mal genauer an. Nachdem dieser Klagegeist nun fort ist, kann auch ich fortgehen. Bitte gebt auf euch Acht. Mein Zuhause steht euch immer offen. Wenn ihr irgendwas braucht, bedient euch. Das Aralu ist nicht euer Zuhause, Lenny. Trotzdem, danke. Alles klar, Lemmy. Wir müssen hier tatsächlich... Aber es gibt noch etwas im Hintergrund. Das gibt noch etwas im Hintergrund. Entschuldigt meinen morbiden Enthusiasmus, Fräulein Duarte. Aber dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Was möchtet ihr wissen? Müsst ihr noch essen? Spürt ihr Hunger? Tut mir leid, es ist nur... Ihr seid der erste Geist, den ich getroffen habe. Also persönlich, meine ich. Ich esse nichts. Nicht so, wie ihr das tut. Ich verspüre Hunger, aber ebenfalls nicht so wie ihr. Faszinierend! Und könnt ihr Dinge berühren? Riechen? Sehen Farben noch so aus, wie ihr sie kanntet? Meine Sinne haben sich verändert. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Ich kann sehen, manchmal auch berühren. Ich rieche nichts. Laut Red, ein Segen. Wie nehmt ihr auf dieser Ebene Form an? Fühlt ihr euch an sie gefesselt oder seid ihr aus freien Stücken hier? Es ist, als würde ich mich an ein Seil klammern und hoch über einem Abgrund baumeln. Selbst wenn ich loslassen wollte, könnte ich es nicht. Aha! Da kratzt er sich im Bart. Wie sieht es mit euren Verbannerfertigkeiten aus? Könnt ihr sie einsetzen? Funktioniert eure Ausrüstung noch? Schadet sie euch als Geist nicht? Die Male an meinen Händen und die Ringe an meinen Fingern sind nicht wirklich da. Für mich sind sie nichts weiter als eine Erinnerung. Könnt ihr mit jedem Geist reden, wenn ihr es wünscht? Nein. Ich kann Spuren ihrer Anwesenheit ausmachen. Um reden zu können, muss ich einen Prozess anwenden. Und doch kann ich mit euch reden. Wundersam. Die Toten sind selten so wortgewandt oder so entgegenkommt. Meistens sind sie sogar ziemlich rüde. Ich denke, wir sollten los. Vielleicht ein anderes Mal wieder? Aber wir haben doch gerade erst an der Oberfläche der großen Mysterien gekratzt. Ja, immer mit seinem Oberflächenkratzen. Wir stehen hier jenseits der letzten Grenze. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich sagen, jawohl, Fräulein Duarte. So, dann komm. Wir müssen da hinten noch was gucken, glaube ich. Und dann gehen wir durch den Spalt, wo er herkam. Ich glaube, dann geht es hier nämlich nicht weiter. Nicht weiter, nee. Sind wir da hergekommen? Okay.
So, dann komm, dann gehen wir jetzt durch diesen Schlitz hier. Und suche mal die Quelle. Wir sollten von hier weg. Sieh einer an. Der unscheinbare Sohn des frommen Gouverneurs ist also unser finsterer Hexer der Harrows. Er ist gefährlich. Früher war ich auch so überzeugt. Mir war es so ernst wie ihm. Der widerliche Enthusiasmus der Jugend. Das macht einen wahrlich krank. Mal sehen, ob wir hier rauskommen. Ich bin nicht von Lemmys Katerbier-Theorie überzeugt. Aber ich fühle mich komisch und ich vermute, es liegt an dem Schleim. Wir sind hier oben. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Boah, der ist wirklich schleimig. Ich dachte, nicht anfassen. Gott, ekelhaft. Ich brauche hier ein klein wenig Hilfe. Wir gehen jetzt da hinten her. Okay, er kommt von da oben. Das heißt, wir müssen irgendwie dahin. Das war nicht angenehm. Ganz und gar nicht angenehm. Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtung. Ich guck mal. Hier scheinbar nicht, ne? Achtung, dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Aber wo? Aber wo? Hm. Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtung. Da oben? Nee. Da bist du. Da bin ich. Aber warum? Ah, da können wir springen. Verstehe. Die Ausrichtung passt nicht ganz. Wo denn? Ich glaube, ein Weg auf die andere Seite ist in der Nähe. Oh, fuck. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Gemacht? Mein Gott, ey. Bin ich hierher gekommen? Nee, bin ich nicht. Es quillt aus dem Riss. Es eitert wie eine schwärende Wunde. Köstlich. Aus dem Riss? Mal sehen, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Leerwandeln. Mal gucken, ob wir dann wieder in unsere Welt kommen. Und ob wir da die Quelle finden, wer weiß. Wo sind wir jetzt? Unter der Erde, wie es aussieht. Na, wunderbar. Ich guck auf der Karte. Wir sind... unter dem Schiff? Jetzt wird's interessant. Das Tintenfass. Vielleicht können wir dann endlich diese scheiß Pflanzen wegkriegen. Oh, das wäre was. Boah, die Felsen, die sehen so echt aus. Der Schleim hat auch Einfluss auf das Lebendreich. Interessant. Wer ist da? Ein Schleimmann. Geist. Keine Ahnung.
Aber ich glaube nicht, dass wir allein sind. Schleimmann? Ist der aus dem Schleim gekommen? Und was mag das wohl sein? Oh, Mist. Hast du gerade Mist gesagt? Du? Okay, what the fuck? Da hinten ist er doch. Okay. Sind wir da rausgekommen? Ja, ich glaube schon. Sie ist größer, als ich gedacht hätte. Holy shit. Ist das ein Haus aus den Harrows? Wir könnten unter dem Brunnen sein. Kein Wunder, dass sie alle krank geworden sind. Sieh mal eine an. Das ist ja toll. Wir sind unter dem See. Aha. Alles klar. Hier ist alles voll mit dem Schleim. Die Batman-Höhle, ich hab sie gefunden. Da hinten ist wieder so ein Ding. Oh, krass. Da ist ein Lagerfeuer. Hier sind so einige Dinger. Hier echt irre aus hier. Wie ein Feuer. Eingestürztes Haus. Wessen Haus ist das? Von Amy Gibbs, Providence Town an. Antipas and Clemency Gibbs, die Agonie Eden. Liebste Eltern, Bloom und ich sind wahrlich in Providence angekommen. Unser Zuhause ist urig und entzückend. Ich glaube, es würde euch gefallen, auch wenn ihr wohl mit der Farbe der Vorhänge nicht einverstanden wärt. Wir besuchen jeden Gottesdienst, wie es sich gehört. Die Predigt am vergangenen Sonntag war besonders herrlich und hätte euch sicher auch gefallen. In New England gibt es jedoch Männer wahren Glaubens. Doch noch Männer wahren Glaubens. In eurem letzten Brief erwähntet ihr, dass die Farm in Schwierigkeiten geraten war. Wenn Gott euch Prüfung auferlegt, habe ich keine Zweifel daran, dass ihr sie bestehen werdet. Doch sollte es notwendig sein, wird Reuben euch mit Freunden Geld leihen. Wir würden sogar in Erwägung ziehen, euch einen Besuch abzustatten. Solltet ihr mit gewissen Bedingungen einverstanden sein, die euer Benehmen und eure Wortwahl betreffen, insbesondere Reuben gegenüber, der weder abbettelnde noch spitze Bemerkungen verdient hat. Eure Tochter. Dieses Haus hat einst wohl Antipas und Clemency Gibbs gehört. Wie im Himmel, so auf Erden. Ein neuer Ring. Cotton Matters Pamphlet.
Und das Weib, das daraufhin verwundert war, gestand, dass die Anschuldigungen wahr seien und dass sie und die anderen Personen, die in diesem übernatürlichen Diskurs genannt wurden, mit dem Teufel vertraut gewesen seien. Auf die Frage, ob sie mit ihm einen ausdrücklichen Pakt eingegangen war, verneinte sie dies, erklärte jedoch, dass sie ihm versprochen habe, ihm zu folgen, wenn er es verlangte, was sie dann auch mehrmals getan habe. Das Innere der Büchse der Pandora. Oh, ein bisschen was zu lesen hier. Epidemien werden oft als Strafe oder Prüfung der Götter angesehen. Seit Pandora den Krug zerbrach und alle sprichwörtlichen Flüche auf die Menschheit losließ. Wissenschaftler, gefangen in ihrem engen Blickwinkel, sind anderer Meinung und suchen lieber nach natürlichen Ursachen für die weitreichenden Folgen. Die Antwort liegt wie so oft irgendwo dazwischen und zugleich jenseits dieser gegensätzlichen Ansichten. Zweifelsohne sind nicht alle Epidemien auf einen Riss in der Struktur des Reichs des Lebenden zurückzuführen. Jedoch sollte die Regelmäßigkeit, die Häufigkeit und die Bösartigkeit solcher Ereignisse auf der ganzen Welt als Beweis für einen solchen Riss und den Einfluss der anderen Seite gesehen werden. Die Aralju, die große Unterwelt, war nicht der wahre Name der Pandora. Anesidora, sie, die Gaben sendet, im Sinne von aus dem Inneren der Erde. Der wahre Verfolger sollte nach diesen Zeichen suchen und Heiler, Ärzte, Priester und Hexen sollten es ihm nachtun. Denn solange sie den Spalt der Leere nicht versiegeln, aus dem die Gaben der Unterwelt strömen, sind sie nichts anderes als Ameisen, die das Feuer eines Waldes aufhalten wollen. Solange blinder Eifer, Zauberer und Anbeter verhaften und hängen, weil sie angeblich die Krankheit verbreiten, obwohl diese Kultanhänger sich meist nur hier versammelt haben, weil sie von den herausquellenden Gaben gerufen wurden, werden sie wie Schafe sein, die den Hirten für den Wolf halten. So kann der wahre Verfolger wohl unbemerkt ermitteln. Es wird mir ein Vergnügen sein, dieses kranke Maul in der Nähe von New Eden zu suchen. ER. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Was ist denn hier? Da ist was. Ein Tagebuch oder so. Geschäftsbuch der Gipsfarm. Frühjahr 65. Ausgabe 198, 8 Realstücke. Instandsetzung des Mauerwerks. Zehntabgabe Bier und Brot, Kerzenzimmer, Holz, Verschiedenes. Einnahmen 80, 8 Realstücke. Weizen, Pferdefleisch. Winter 1695. Ausgaben 104 Realstücke. 10. Zehntabgabe und Steuern, Bier und Brot, Kerzen, Werkzeug, Reparatur, gelagertes Holz. Einnahmen 95, Weizen und Gerste. Herbst, Ausgaben 116. Zehntabgabe und Steuern, Bier und Brot, Kerzen, Fleisch, Werkzeug, Reparatur, Erntehelfer. Einnahmen 152, Weizen, Gerste, Gemüse. Sommer 105, Zehntabgabe und Steuern, Bier und Brot, Kerzen und Fleisch. Einnahmen, Weizen, Gerste, Gemüse, Saatgut. 275. Also hier kommen sie so langsam in den Gewinnbereich. Frühjahr 1694. 102 Ausgaben, 10 Abgaben und Steuern, Bier und Brot. Einnahmen 120. Gemüse, Saatgut, gelagertes Holz. Das Land der Gips lag brach. Sie hatten kaum Geld. Da kommen wir hoch. Schau nach oben. Der Schleim hat sich einen Weg durch das Gestein gebahnt. Ja, sowas. Wahnsinn. Von allen Häusern ist nur dieses eine in die Tiefe gestürzt. Vielleicht war es etwas Persönliches. Hat der Schleim das Haus der Gips angegriffen? Gar keine Frage. Oh, eine Puppe. Sieh dich bloß mal um. Mr. und Mrs. Gibbs, habt ihr meine Arbeit gelesen? Das habe ich, ja. Dann habe ich mir die Hände gewaschen und Gott um Gnade gebeten. Ihr behauptet, beweisen zu können, dass es keinen Fluch gibt. Nun. Das ist genau das, was eine Hexe behaupten würde, stimmt's? Wo immer Leute zusammenleben, brechen Krankheiten aus. Und ich glaube, was tut ihr da? Wir bereiten euren gemeinen Lügen ein Ende. Wir kennen euch und werden über euch richten. Hexe! Sie waren entschlossen, sie zu verurteilen. Deborah, sie hat rationale Argumente angeführt, aber sie haben sie in der Luft zerrissen. Oh fuck, was jetzt? Hier, bedien dich!
Also war das die Freundin von Kate, oder? Die, der wahrscheinlich der Albtraum ist. Sie wurde als Hexe verurteilt. Obwohl sie nur helfen wollte. Gibbs, ich danke euch für eure Nachricht. Gott weiß, die Zeiten sind hart. Ich kann verstehen, dass ihr unsere letzte Getreidebestellung nicht liefern konntet. Wir befinden uns in einer ähnlichen Lage und müssen unseren nächsten Auftrag leider aufgrund des Ablebens unseres letzten Rindes stornieren. Enthalten findet ihr den ausstehenden Betrag, mit dem unsere Schuld abgegolten sind. Zumindest bis wieder bessere Zeiten anbrechen. Möge Gott uns alle von diesem Fluch erlösen. Richard Mellons. Ich muss da noch hoch. Und dann gehe ich nochmal kurz zum Feuer und gucke, ob wir was aufrüsten können. Oh! Da sage ich nicht nein. Ah, wie kommen wir denn da hinten? War doch auch noch irgendwas, oder? Da, guck mal da. Haha. So, komm, wahrscheinlich da hinten hoch. Was ist denn hier noch? Was ist das? Ach, komm schon. Ich glaube, der nimmt mich einer aufs Korn. Das war alles wegen dem. Wegen dem Scheiß. Stück Leder. So, wenn wir eben noch mal gucken, ob wir was aufrüsten können. Aber sie hatte doch auch irgendwie einen neuen Ring gekriegt oder so. Eine Brosche. Armband, das können wir noch aufrüsten. Zorn, Ausdauer, Geist, Vitalität und Gesundheit. Na, tauschen wir den mal aus. Ist Lila besser? Haben die Farben immer irgendwas zu sagen? Blau, Grün, Lila? Ich weiß es nicht. Entwicklung können wir noch. Haben wir noch einen Kampfpunkt, den wir hier vergeben können. Nee, nur einen davon. Nur einen. Wir können hier nur einen, wir können da nur einen. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir zwei. Da haben wir zwei, da haben wir zwei. Hier fehlt dann noch einer. Hä? Kann ich da noch nicht vergeben. Muss ich erst die neue Fähigkeit lernen. Okay. Auch gut. Ist okay. Was soll ich denn noch? Warte mal, das haben wir gelesen. Da waren wir, da waren wir. Das haben wir gelesen. Müssen wir außen nochmal gucken. Ja.
Mrs. Gibbs, nehme ich an. Ich guck gleich. Guck mal, hier liegt auch Blut. Ach nee, Schleim ist das, nicht Blut. Ah, okay. Ach so, ist einfach nur der kürzere Weg. Kein Geheimnis mehr. Dann suchen wir mal Mrs. Gibbs. Die da. Okay. Was haben wir denn da? Schade. Noch nicht. Müssen wir dran denken, dass wir uns den holen. Da können wir lang. Oh, was ist hier oben? Ah, hier kommen wir zu der Kiste. Genau, hier war doch noch eine Kiste. Die habe ich doch gesehen. Mhm. Boah, Alter, ist das verwinkelt hier. Aha. Wie ich das liebe. Auch noch eine Kiste. Wie sich das alles versteckt hier. Darf ich auch mitmachen? Klar doch. Bisschen eng, aber es funktioniert. Ah, hier sind wir hochgekommen. Okay. Können wir leider nicht runter. Noch ein Schatten. Was wollen die von uns? Sie nehmen einmal so einen Farmerhut auf. Red, irgendwas behindert mich. Hier? Oh, Mist. Geisterfallen. Achtung, dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Schon wieder. Aber wo? Hier an die Leiche ran. Okay, den haben wir erledigt. Was ist das? Eine Pflanze. Da kommen wir aber auch nicht ran. Wo war denn jetzt dieser Scheiß? Den kann ich noch nicht machen. Platt machen hier. Warte, wo geht's denn weiter hier? Nirgendwo. Warum nicht? Geisterschutzvorrichtung. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss gleich mal gucken, wo. Ich habe es nicht gesehen. In diesem Bereich. Tut mir leid. Dieses Mal nicht. Besser. Gern geschehen. Untersuchen wir jetzt die Leiche. Ah, da hinten. Okay. Oh!
nichts anderes von euch erwartet. Fuck, 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 fucky. Jemand wollte nicht tot bleiben. Jetzt haben wir die Lösung. So, was steht denn hier Schönes? Clemency Gibbs Tagebuch. Haskell und seine Schäfchen sind eingetroffen, nachdem sie ihr Zuhause fluchtartig verlassen mussten. Hier in den Eggen gibt es genug Platz für alle. An der Wand bei den Eingangstüren befindet sich Schimmel. Ich werde ihn beseitigen. Der Schimmel hat jetzt eine widerlich schwarze Farbe angenommen und quillt zwischen den Brettern hervor. Das Getreide, so schlecht es auch war, ist verrottet. Der Gouverneur und seine Bande willensschwacher Seelen haben den Fluch mitgebracht. Möge der Herr uns gnädig sein. Das schwarze Zeug ist jetzt überall. Die Leute werden krank, kriegen kaum noch Luft und bluten aus jeder Körperöffnung, die man sich aussprechen traut. Und aus einigen, die nicht erwähnt werden sollten. Der Teufel spuckt und wir werden davon geschwemmt. Das erinnert mich an die letzte Seuche von vor 7 Jahren. Ich bete zu Gott, dass er mir, Clemency Gibbs, meinem getreuen, wenn auch nur mäßig kompetenten Gatten Antipas, die Weisheit schenken möge, die Hexe erneut ausfindig zu machen. Gott wird uns nicht helfen, weil der Gouverneur Magie eingesetzt hat. Sein Junge, dieser Trottel, wie immer er auch gleich sein Name war, hat ein heidnisches Totem an Haus platziert. Ich habe es niedergerissen. Antipas meint, er hätte gesehen, wie Haskell etwas in den Brunnen geworfen hat, woraufhin die Erde bebte. Was führen die Haskells bloß im Schilde? Clemency Gibbs hat die Epidemie auf eine Hexe geschoben, die angeblich mit dem Gouverneur nach New Edentown gekommen war. Das ist nicht das, was die Beschuldigte behauptet hat. Die Gibbs waren keine Freunde rationaler Erklärungen. Ja, können wir gleich springen? Da. Nein, hier geht's nicht. Digga, was? Klar doch. Wie komme ich denn da hoch? Ah, hier. Hier könnte es gehen. Hm. Ah, so kommen wir einfacher zurück. So sind wir wieder am Haus. Wo könnte es gehen? Hier? Hier geht nichts. Vielleicht da hinten. Da. 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 Ja, da. Okay, versuchen wir es da. Schön, schön. Hing hier nicht noch irgendwo ein Fass von der Decke? Siehst du was? Entweder ist das Grundwasser voller Schleim, oder es gibt noch eine andere Quelle. Wir sollten flussaufwärts weitersuchen.
Da komme ich nicht vorbei. Muss ich da rein oder was? Okay. Nee. Hier komme ich ja nicht her. Muss ich wieder zurück? Soll ich jetzt da hinten her? Weil sie gerade sagt, hier geht es nicht. Aber jetzt geht. Oh. Jetzt geht es vielleicht hier. Hä? Nee. Da hinten muss es irgendwo weitergehen. Moment, also. Hier geht's nicht weiter. Hier komme ich nicht rein. Flussaufwärts wäre da. Aber hier komme ich nicht weiter. Wo? Wo muss ich hin lang? Ja, da lang. Aber wie? Aber wie? Da muss ich doch irgendwie hin. Vielleicht doch hier unten irgendwie? Ich verstehe es nicht. Muss ja einen Grund geben, dass man hier irgendwie hin kann. Hä? Da hinten muss es irgendwo weitergehen. Aber wo? Ich verstehe es nicht. Hä? Warte mal, jetzt bin ich ganz verloren. Da unten irgendwo weitergehen. Kann ich die vielleicht wegsäbeln hier? Ah! Ah, da oben. Wie kommen wir denn da hin? Da können wir anscheinend uns wieder verbessern. Oh no. Ich bin bereit. Okay. Also so Dinger am Boden können wir auch wegschießen. Da drüben. Krügerische kleine Mistkerle. Ich will erstmal gucken, wie wir da hochkommen. Ah, hier. Weiter geht's. Als wäre ich eine Zielscheibe.
Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Wie kommen wir da hoch? Oh, da ist wieder so ein Ding an. Ja, da ist wieder so eine Puppe. Irgendwie muss es da hochgehen. Den Weg müssen wir noch finden. Aber wie kommen wir da hoch? Es muss einen Weg da hoch geben. Vielleicht nur durch Leerwandeln. Ach, das nervt mich ja. Ja, kriegen wir wieder was. Plus 10 Gesundheitspunkte. So, da haben wir wieder dieses Viech. Da hinten scheint auch wieder eine Hütte zu sein. Irgendwo hing auch noch ein Fass von der Decke. Da glänzt was. Da kommen wir also auch irgendwie hin. Ich bin die Furcht, die sie belastet, zum Anwenden. Tritt da nicht rein. Ich meine es ernst. Dann suche ich nach einem anderen Weg. Dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Da müssen wir rein. Ich glaube nicht. Wo ist die Geisterschutzvorrichtung? Sind das Echos, die wir hören, oder flüstern die Schatten uns zu? Sie erscheinen immer in der Nähe des Schleims. Und dort hören wir auch das Flüstern. Aber was war zuerst? Ah, da kommen wir da hinten durch. Sehr gut. Aber wo ist die Geisterfalle? Die muss ja auch da irgendwo sein. Noch sehe ich sie nicht. Geisterschutzvorrichtungen. Sie muss hier irgendwo sein. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht da oben. Ach, da. Ich bin wieder an deiner Seite. Kinder leicht. Wenn wir nur Kinder wären. Kommt mal aber super durch. Jawohl. Der dritte. Jetzt müssen wir nur noch das Totem-Ding finden. Beweise begraben. Es werden dieselben Worte geflüstert. Immer und immer wieder. Was? Kann
könnte so besessen von einer Sache sein? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Da kommen wir noch nicht hin. Hier gibt es gleich bestimmt wieder Kampf. Krasser Baum, ey. Siehst du, sag ich doch. Achtung! Ein Fremen ergreift mir sie. Wegen Verstärkung! Scheiße. Darf ich auch mitmachen? Sie macht's die ganze Zeit, ey. Schuldig. Ist das die Quelle? Trinkbar aus. Berühmte letzte Worte. Warum hat sich das Gift nicht bis zum Grundwasser ausgebreitet? Vielleicht verändert es ständig seinen Zustand, wie die Leere. Es ändert definitiv seinen Standort. Der Schleim scheint eindeutig von einem bestimmten Ort zu kommen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, du. Weiter geht's. Ah, da leuchtet schon blau. Ah, das Versteck. Dich habe ich gesucht, du. Hier schön am Baum, schöner Platz. Da geht's da runter, aber erstmal müssen wir das jetzt freilegen. Zweifellos verflucht. Ungebundenheit. Stark kamt ihr, schwach schwindet ihr nicht. Könnte mal wieder eine neue Flinte gebrauchen. Was haben wir drin? Überraschungsei. Totenkopf. Ist ein Amulett. Stufe 4 ist aber nicht besser, wie es scheint. Es sorgt dir auf jeden Fall für mehr Ausdauer und mehr Geist. Ich lasse es erstmal so. Ist hier noch Schönes? Da sind wir auch hoch. Ah, hier könnte man auch runter. Aber das brauchen wir nicht. Da gehen wir direkt wieder hier runter. Und dann geht's hier weiter. Die Unschuldigen sind schuldig. Ich bin unschuldig. Matsch, matsch, matsch. Sind wir gleich das wieder am Dorf, Land oder was? Das ganze Land ist bis aufs Mark verdorben. Und tja. Zu diesem Schluss kommst du erst jetzt. Wenn ich deine Meinung hören will, sage ich dir vorher, was du zu sagen hast. Und wenn du mir eine eigene Meinung zugestehen würdest, wäre das besser für uns beide. Jemand ist dir vorbeigekommen, eine echte Person, nicht nur ein Schatten. Wer immer das war, der Schleim hat ihn wohl erwischt. Was denkst du, Anthea? Du wolltest doch deine eigene Meinung haben.
Na los, lass dich von mir nicht abhalten. Oh, die Person anscheinend. Das muss Antipas Gibbs sein. Unglaublich, dass er diesen Sturz überlebt hat. Stein. Mach dich ruhig auch mal nützlich, Antea. Was meinst du, was ich hier tue? Sie streiten sich, weil der Schleim dazu führt. Er macht rachsüchtig. Oh, guck mal. Ich kann schneller über den Schleim gehen. Ah, wie kommen wir hier weg? Da ist was. Dieses Gottesland! Wie konnten wir eine Hexe in unsere Gemeinde lassen, die auch noch unsere Kinder unterrichtet? Kein Wunder. New Eden quält über vor Abtrünnigen. Und der Gouverneur ist der Schlimmste. Ja, so viele mussten erst krank werden und sterben, bis er etwas tat. Aber noch ist es nicht vollbracht. Wir müssen den Kampf im Namen des Herrn fortführen und den Teufel ganz und gar vertreiben. Viele wollen der Hexe den Prozess machen und sie tot sehen. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Es ist noch nicht vorbei. Ich bin bereit. Sind wie diese orientalischen Gestaltwandler, gegen die wir in Bremen gekämpft haben. Bremen! Obake würden flüssig. Aber das hier ist was anderes. Der Schleim hat auf unsere Anwesenheit reagiert. Das Ehepaar Gibbs war so voller Zorn. Reinste, hochmütige Bigotterie. Vielleicht standen sie unter dem Einfluss des Schleims. Ich meine, wir keifen uns ja auch schon die ganze Zeit an, seit wir hier sind. Irgendwas spielt mit uns. Ich glaube, sie haben den Schleim verursacht. Nicht andersrum. Tja. Könnte noch interessant werden, ne? Boah, ist das riesig hier. Wir haben sie gefunden. Die Quelle. Die Quelle des Schleims. Wie kommen wir jetzt dahin? Nee, hier ist eine Höhle. Ein Feuer. Stille und ein Lagerfeuer. Genau, was Dr. Duarte verordnet hat. Dann machen wir es mal an. Hier können wir was aufrüsten. Na, komm schon. Hier gibt's gar nichts. Manchmal wird's aber auch nicht angezeigt, irgendwie. Nee, gar nichts. Gar nichts aufrüstbar. Entwicklung? Haben wir aber keinen Punkt mehr über. Außer ein Geisterpunkt, aber den haben wir halt nicht. Sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Unterhalb des Dorfes. Wir sind direkt unterhalb des Dorfes. Interessant.
Ich hoffe, dass wir bald diese Wurzeln platt machen können. Oh, der Eimer schwimmt. An diesem Ort haftet eine starke Erinnerung. Hier ist er hingeschwommen. Ich kann das lebhafte Echo der Erinnerung eines Geistes spüren. Aha. Der Teufel atmet weiter durch ihren Mund. Wir sind verflucht und ihr schindet bloß Zeit. Clemency, Antipas, bitte. Die Frau sitzt im Gefängnis. Sie wird vor Gericht kommen und der Gerechtigkeit wird Genüge getan, so wie es das Gesetz will. Und das aus dem Mund von jemandem, der selbst Magie benutzt. Können wir dem Urteil von euch oder eurem Dämonologenfreund denn wirklich trauen? Wie könnt ihr es wagen, solch blasphemische Unterstellungen zu äußern? Ich bin ein Mann Gottes. Der Sohn. Und tut, was Gott euch befiehlt. Wir bitten euch doch nur um Sicherheit, Gouverneur. Wenn ihr sie uns nicht geben könnt, wird das Konsequenzen haben. Ein Satz Urim und Thummim. Ein Mittel für Divination und Kleromantie, mit dem sich der Wille Gottes offenbaren lassen soll. Aha. Der Gouverneur hat Urim und Thummim benutzt. Dadurch hat seine Herde Verdacht geschöpft. Orakelsteine. Er muss sie in den Brunnen geworfen haben, bevor er ihn versiegeln ließ. Ach, aber hier war jetzt der Brunnen. Er hat Angst. Er hat Beweise versteckt. Vielleicht, weil er seine Rolle beim Hexenprozess vertuschen wollte. Die Steine sind eine Verbindung zu der Magie, mit der er seine Autorität untermauert hat. Das Echo beweist, dass die Dinge aus dem Ruder liefen. Haskell fürchtete um seine Sicherheit und die seines Sohnes. Er muss furchtbare Angst vor der misstrauischen Meute gehabt haben. Okay. Da geht's ja noch weiter, ey. Diesen Endgegner machen wir hier. Noch in dieser Folge. Ich will nur mal eben in die Spukermittlung gucken. Wir wissen über Lemmel, wir wissen über Haskell, wir brauchen nur noch Wissen über die Entität. Die Frau, die Haskell für die Epidemie von New Eden verantwortlich machte und hinrichten ließ, war unschuldig. Das war der... Das war ja der Dingens. Der Albtraum. Was ist das? Eine Feder? Das kann nichts Gutes bedeuten. Oh, fuck. Jetzt kommt der Schleim. Ein riesiges Schleimmonster. Wer seid ihr? Halt! Gestellt! Sie zum Reden! Wenn wir reden, werdet ihr uns hören? Unverschämtheit! Provokation! Verlegt die Anschuldigungen! Red War in the Grave! An euren Händen klebt Blut! In euren Herzen hat sich Schwäche breit gemacht! Schuldig! Jetzt schwertet ihr, das Böse zu vernichten! Ihr habt geschworen, alle Geister zu verbannen, und doch steckt ihr mit einem unter einer Decke. Die Anschuldigungen lauten: Feigheit, Einheit, Täuschung. Das Urteil lautet: Schuldig. Die Strafe lautet: Ewige Pein
im Jenseits. Ich jag keine Hexen, ich suche nur die Wahrheit. Ich suche nur nach der Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Gift, das die meisten haben wollen. Dieses Gift wird euer Ende sein. Wen müssen wir denn jetzt besiegen? Dieses komische Schlangen-Ding hier? Soll ich das sein? So ein billiger Trick. Was zum Teufel ist da gerade aus dem Schatten gesprungen? Es funktioniert. Mach weiter. Der Schatten hat seine Kraft zurückerlangt. Lass den Schleim nicht wieder zu seinem Schatten. Okay. Ich muss gegen ihn kämpfen. Okay. Hätte nicht gedacht, heute noch gegen mich selbst zu kämpfen. Ich hab mir schon lange vergeben. Diese Wunde wirst du nicht mehr aufreißen. Ich dachte, wir haben ihn besiegt hier. Ich bin richtig furchteinflößend, oder? Alter, wo... Wie besiege ich den denn hier? Verbannen. Einer weg. Okay. Antea Duarte. Betrügerin. Kaltherzige Täuscherin. Erhebe dich zur Urteilsverkündung. Im Leben hast du parasitäre Geister verbannt. Doch im Tod weigerst du dich, diese Welt zu verlassen. Schämst du dich nicht? Du gibst dich deinem Verlangen hin. Ich verurteile dich, zu hassen, zu bereuen und dann in der Vergessenheit zu verschwinden. Ich wollte das nie. Ich wollte das alles nie. Ich hasse, was aus mir geworden ist. Ich mache um mich. Ich kann es aber verdammt nochmal versuchen. Wo ist er? Weißt du, was man machen muss? Dann ist eigentlich recht easy. Ich hab das nur nicht verstanden mit den... Und wer kommt jetzt? Ihr Verbanner seid schuld an der Vergiftung des Gemeinwesens. Ihr stellt euch als Retter dar, die uns erlösen wollen. Aber durch eure dunklen Künste wird das Böse nur noch stärker. Ihr seid Hexen und Hexen müssen sterben. Magie ist nicht böse. Wir nutzen unsere Rituale, um den Lebenden zu helfen, nicht um sie zu verfluchen. Magie ist nur ein Werkzeug. Aha. Magie ist etwas Besonderes. Ja.
Das machst du nicht nochmal. Wir unterwerfen uns gar nichts. Hey, komm! Ungerechtigkeit für alle. Wir haben unser Urteil gefällt. Die Schuldigen wurden benannt. Die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite. Und die Feder ist wahrscheinlich die Geißel? Nein, nicht Geißel. Wer ist das? Oh, der Schleim ist weg. Wow. Ich kann nicht mehr. Gesegnete Gewänder. Können wir jetzt bitte gehen? Gouverneur Haskells Feder. Die Feder, mit der Gouverneur Haskell Deborahs Todesurteil unterzeichnete. Und wir haben eine neue Jacke. Oh, verleiht uns mehr Stärke auf jeden Fall. Gesegnete Gewänder. Bisschen weniger Vitalität, mehr Ausdauer, bisschen weniger Willenskraft. Bisschen mehr Geist, bisschen weniger Gesundheit. Vielleicht auf der nächsten Stufe. Ist doch toll. Und irgendeinen Ring haben wir noch gekriegt. Das können wir noch auf... Okay. Nichts wie weg hier, ne? Mal sehen, wo wir rauskommen. Warte mal, ging es auf die andere Richtung? Nee. Naja, ich komme ja schon. Ist da was? Das war furchtbar. Dieser Prozess. Als ob Deborah uns vor Augen halten wollte, was sie durchmachen musste. Aber ich fühle nur Niedergeschlagenheit. Ich fühle mich machtlos. Ich fühle mich so machtlos. Als ob wir immer einen Schritt hinterherhinken würden. Ach, der Aufzug. Justitia hat hier gewaltig versagt. Natürlich. Das ist es. Ich weiß, was das war. So ein Schemen der Ungerechtigkeit hat einen bestimmten Namen. Die mythischen Infamen. Die kenne ich bisher nur aus Büchern. Sie sind... Ein Infamer. So rar, ja, dass die meisten sie für Legenden halten. Ignoranz ist schuld, Haskells Feigheit ist verantwortlich. Haskells Feigheit ist dafür verantwortlich. Um seinen eigenen Arsch zu retten, hat er wissentlich eine unschuldige Frau zum Tode verurteilt. Und so wurde ein furchtbarer Geist geboren. Und einer Krankheit folgte die nächste. Haskell muss für vieles gerade stehen. Oha. Ja, bin ich mal gespannt. Und wir haben immer noch nicht die Fähigkeit, diese Pflanzen-Dinger wegzukriegen. Aber vielleicht gleich, wenn wir im Dorf angekommen sind. Na, guck mal, ob da irgendwo ein Splitter ist. Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Kann sich lohnen, da hinzukommen. Was ist hier? Im Verborgenen.
kommen wir auf jeden Fall hoch. Aber was ist hier? Hier ist auch noch irgendwas. Etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Irgendwas ist hier. Ach, da, guck mal. Da vorne. Zerding, da hinten kamen wir aber auch noch hoch. Da gibt es noch was. Und ein Pilz. Was gibt es hier? Oh. Oh nö, einen Kampf gibt es hier gleich. Sieh mal einer an. Noch ein Schiffswrack. Wo kommen wir denn hier hin? Warte mal. Na, das ist aber Ende. Mal sehen, was hier noch gibt. Irgendwas Interessantes muss es hier doch geben. Ja, eine Kiste. Das war's dann aber auch schon. Da gibt's hier gleich wieder einen Gegner. Wetten? Ich wusste es. Stirb, du Drecksau! Die Leiche zielt auf uns. Linte gespannt hat. Das war ich. Fort mit dir! Teurer Preis für den Schatz, den wir entdeckt haben. Na gut. Auf zu Haskell. Ja, diese Folge wird etwas länger, aber ich würde gerne abschließen. So, da waren wir drin, da können wir hoch. Gibt's hier noch was? Ach, das ist der Aufzug. Aber hier gibt's auch noch was. Warte mal. Und da können wir irgendwie drüber und können da auch hinten hin. Aber ich guck erstmal, was hier ist. Da ist ein Spalt. Da sind wir rausgekommen. War ich das nicht schon immer? Oh, da können wir hinter. Eieiei. Okay. Okay.
Gut. Da geht's auch noch lang. Können wir jetzt einen Aufzug rufen, ne? Da ist was. Mal alles kaputt. Da haben wir es jetzt. Das da unten, das war... Ich war angespannt. Ich war ungeduldig. Ich auch. Der Infame hat uns wirklich kalt erwischt. Jahre der Wut sind durch mich geflossen. Aber jetzt erinnere ich mich nicht einmal mehr an den Grund. Ich auch nicht. So geht ein Infame vor. Aber jetzt ist es vorbei. Wir sind hier. Ich hab dich mit meinen Worten verletzt. Es tut mir leid. Vergeben und vergessen. Und hoffentlich vergibst du mir auch. So, gucken wir mal. Ist es für die Seele eine Sache, meine Freunde, ist die absolute Wahrheit. Frevler sind sich selbst der größte Feind. Die haben das weitergebaut. Oh, gut. Seine neueste Predigt. Wir haben sie nicht verpasst. Das Versprechen des Herrn, sie von der Hölle zu erlösen, lässt sie jubeln. Die Erlösung von Leid und Sünden durch den Herrn hier auf Erden nicht. Das sieht für mich nicht wie die Erlösung von Leid und Sünden aus. Oh, er ist aus der Lehre zurück. Die Frevler flehen Gott an, sie von den Flammen der Hölle zu erlösen. Während sie selbst das Feuer schüren. Sie bekunden ihre Liebe zu Gott, doch sie tragen seinen Namen nur zum eigenen Vorteil auf ihrer Zunge. Ihre Selbstverliebtheit bröckelt im Lichte ihrer Missetaten. Redet er gerade von sich selber? Viva, viva. Mr. McGrath, mein Freund, ich bin ja so erfreut, dass ihr mir zustimmt. Nun... Der Übeltäter zweifelt nie. Ich habe eure Antworten. Was? Nun, gut. Lasst uns das doch unter vier Augen besprechen. Gebt mir nur einen Moment. Es handelt sich um eine interessante Geschichte. Ihr wollt sie womöglich nicht hören. Ebenso wenig wie die braven Bürger hier. Bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir möchten die Geschichte hören. Lasst den Verbanner sprechen. Erzähl es Ihnen, Red. Jedes Detail. Ja, diese Geschichte beginnt mit einer Frage. Einer Frage an euch, Gouverneur. Und vielleicht an all die guten Seelen in New Eden. Wenn ich euch eine Hexe liefere, tut ihr mit ihr das Gleiche wie mit Deborah Comenius? Comenius, sagt ihr? Die Lehrerin ging Hand in Hand mit dem Teufel und hat den angemessenen Preis dafür bezahlt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nein, ich konnte viel über Deborah Comenius und ihren Fall in Erfahrung bringen und komme zu einem gänzlich anderen Schluss. Und zu welchem Schluss, bitteschön, seid ihr gekommen? Die Geschichte eines Mannes. Die Geschichte beginnt mit einem Mann, einem neuzeitlichen König Salomon. Als seine Untertanen von einer Seuche heimgesucht wurden, ersuchten sie ihn um Führung und Schutz, denn sie waren gottesfürchtig und der König fromm. Der König führte seine Herde in Gottes Arme, aber die Seuche breitete sich aus.
Der König, fürchtend um seine Stellung, brauchte einen Sündenbock. Hütet eure Zunge, Mr. McGrath, sonst verliert ihr sie und euren Kopf gleich mit. Mhm. Es gab keinen Sündenbock, der Prozess war fair und gerecht. Ihr seid ein aufgeblasener Feigling. Der Prozess war alles andere. Der Prozess war alles andere als gerecht. Ihr hattet keinerlei Beweise und das war euch bewusst. Glaubwürdige Zeugen machten belastbare Aussagen, mein Herr. Zeugen wie Gibbs, die euch quasi zu einem Schuldspruch gezwungen haben, da sie euch sonst selbst der Hexerei bezichtigen würden? Ja, ein gewisser Druck wurde auf mich ausgeübt, aber was ich getan habe, geschah zum Wohle der Kolonie. Es waren schwierige Zeiten. Ihr haltet euch für einen mächtigen Kultisten. Ihr haltet euch selbst für einen bedeutenden Okkultisten. Dieses Bild von euch habt ihr in eurem Kopf gemalt. Um den Teufel abzuwehren, muss der weise und furchtlose Mann Gottes Beelzebubs Masche verstehen. Seid ihr schon mal gefragt, was hinter dem Schleier steckt? Habt ihr euch je gefragt, was jenseits des Schleiers liegt? Jenseits des Saums, jenseits des Totenreichs? Habt ihr je vom Aralu gehört? Das ist doch Mumpitz. Nein? Euer guter Freund Etienne Roulet hielt euch anscheinend nicht für würdig, seine Geheimnisse mit euch zu teilen. Vergesst die Sache einfach. Betrachtet ihr euch dann selbst als wahren Dämonologen? Für einen gerechten Krieg müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, er muss von einem legitimen Herrscher befohlen werden. Zweitens, es muss um eine gerechte Sache gehen. Drittens, er muss mit der rechten Absicht geführt werden. Ja, die Summa Theologiae von Thomas von Aquin, oft zitiert. Aber eine wichtige Sache habt ihr zweckdienlich ausgelassen, und zwar, es muss um eine gerechte Sache gehen, dass nämlich der Gegner den Krieg verdient, weil er Übeltaten begangen hat. Ihr seid ein aufgeblasener Feigling. Ihr fürchtet jeden, der anders ist, auch wenn das nur menschlich ist. Es muss einen Richter geben, damit Ordnung herrscht. Ein Mann muss ein Urteil fällen, einer muss es vollstrecken. Gerade ihr solltet das wissen. Leben und leben lassen. Ich kümmere mich ausschließlich um die Toten. Und ich mich um die Lebenden. Diese Leute waren Sünder, mein Herr. Und sie müssen zum Licht zurückgeführt werden. Das ist mein Auftrag, meine Pflicht. Was wollt ihr wirklich, Gouverneur? Ich will doch nur dienen. Ich bin der getreue Diener der guten Menschen von New Eden. Ohne mich wären sie verloren. Ohne sie wärt ihr verloren. Ja, vielleicht brauche ich sie. Wie ungemein menschlich von mir. Aber diese Menschen brauchen mich zweifellos auch, Mr. McGrath. Es gibt sonst niemanden. Gebt es zu. Ihr spielt mit Magie, die ihr nicht versteht. Herr, ihr seid ein Neider. Ich, mein Herr, bin müde. Ich habe meine Arbeit getan, meinen Vertrag erfüllt. Ich habe die Quelle des Fluchs gefunden. Das Gift unter dem Brunnen ist weg. Euch ist in keiner Weise dafür zu danken. Aha, es war also Gift. Die Waffe der Frevler, um den Willen der Leute zu schwächen. Was war's? Tollkirsche? Schierling? Fingerhut? Verrat, verheimlichte Wahrheit, Geheimnisse und Lügen. Im Grunde also Schandtaten, eure Schandtaten. Die Schandtaten, die Deborah Comenius zum Verhängnis wurden. Die Schandtaten, die zu ihrem Tod geführt haben. Sie starb durch das Gemeinwesen. Sie starb durch uns alle. Und vor allem starb sie durch ihre eigene Schuld. Sie starb, weil sie nicht gestehen wollte, was sie nicht getan hat. Ich wollte sie nicht töten. Tumbes, starkköpfiges Weib. Warum wollte sie nicht gestehen? Ich hätte Milde walten lassen können. Ich hätte ihr Gnade erwiesen. Verschonen. Du wirst die derzeitige Säule der Gemeinschaft verschonen und die Verantwortung überlassen. Antea aufsteigen, diese Entscheidung Antea wiederbelebt. Aufopfern. Tod. Ihr hattet die Macht, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Aber stattdessen blieb ihr tatenlos und habt das barbarische Ende abgewartet. Ihr habt den Fluch über New Eden gebracht.
Dann habt ihr euch an uns Verbanner gewandt, damit wir eure Fehler für euch beheben würden. Ihr prahlt mit eurem Wissen über Dämonen und Geister, doch in Wahrheit wisst ihr nichts. Ihr stolziert herum wie ein eitler Gockel ohne Schneid. Ich bin nicht hier, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber euer Gouverneur hat den Tod mitgebracht. Er trägt die Schuld. Und ich werde sie benennen. Verflucht! Mein Eid! Meine Freunde, habe ich nicht stets die Interessen der Gemeinde über meine eigenen gestellt? Habe ich euch nicht beschützt? Euch nicht geliebt? Wohl nicht so. Sieht nicht so aus, als ob die führen sind. Aber sein Sohn könnte es richten. Der Fluch, der Albtraum. Das ist ungerecht. Ist das Böse für immer fort? Ganz im Gegenteil. Wer wird uns dann beschützen? Ich kann das. Solange... Lemmy macht's. Mr. McGrath sich gegen den Fluch von Yuin stellt, werde ich die Menschen in den Harrows beschützen. Oder es zumindest versuchen. Wir sollten jetzt alle nach Hause gehen und um Vergebung bitten und um die Stärke, die Folgen unserer Taten auszustehen. Eure Bezahlung. Nur eine Schuld unter vielen, die mir mein Vater hinterlassen hat. Ihr solltet euch zuerst um eure eigenen Schulden kümmern, junger Haskell. Wie recht ihr doch habt. Ich hasse diesen Ort. Ruh dich kurz aus, aber dann lass uns bitte von hier verschwinden. Das Schicksal. Alles klar. Wir ruhen uns aus. Puh. Und dann verschwinden wir. Kann sein, dass wir uns ausruhen, dass wir jetzt eine neue Fähigkeit kriegen, nämlich die mit den Pflanzen. Das wäre ja super. Das will ich nämlich noch eben gucken. Du bist wütend. Ich sehe es dir an. Natürlich tust du das. Du denn nicht? Ja. Angewidert. Von dem, was wir unten gesehen haben. Von den Sünden, die Fairfax Haskell im Namen seines Gottes begangen hat. Ich hoffe, dass sie alle in der Hölle schmoren. Und dafür hasse ich mich. Nichts wird zwischen uns. Verlier dich nicht. Nichts wird zwischen uns stehen. Nichts kann sich zwischen uns stellen. Nicht einmal der Tod. Nicht einmal der Tod. Je näher wir meinem Körper kommen,
der Wahrheit darüber, was hier wirklich geschehen ist, desto stärker fühle ich mich. Meine Sinne werden schärfer. Als ob ich die Stille schmecken, den Holzrauch riechen, deine Körperwärme wahrnehmen und Deborahs Zorn spüren könnte. Hm. Es fühlt sich an, als wäre es mein Zorn. Ich weiß, was sie spürt. Aber diese Wut in mir, die Furcht. Ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen, als ich von zu Hause fort bin. Die Vergangenheit ist Vergangenheit, indem du dich Verbannen angeschlossen hast. Du hast geglaubt, Wut und Furcht überwinden zu können, wenn du eine Verbannerin wirst? Ich dachte zumindest, dass ich sie kontrollieren könnte. Ich wäre eine große, böse Verbannerin und hätte keine Angst vor Geistern. Mir ist bewusst geworden, dass diese Kontrolle lediglich eine Illusion war. Und jetzt schlängelt sich sogar die Schwester, von der ich dachte, sie wäre für immer fort, wieder zurück in mein Leben. Hm. Deine Schwester, Ayomide war ihr Name, richtig? Nein, nicht sie. Bevor ich Kuba verließ, als ich noch klein war, hatte ich eine Freundin, die ich meine Schwester nannte. In dieser Nacht, der Nacht, in der ich starb, träumte ich von ihr. Ich träumte von Kalendra. War es nur ein Traum? Hast du nach ihr gesucht? Hast du nach ihr gesucht? War sie in der Nähe? Es wäre doch denkbar. Es ist so undenkbar, dass es deine Vorstellungskraft übersteigt. Nein, sie war nicht da. Aber ich habe ihre Stimme gehört. Ich könnte es schwören. Aber wie hätte das sein können? Träume können einen wahr vorkommen. Vielleicht war es der Nachtmahr. Dann war es vielleicht der Nachtmahr? Ich glaube nicht. Der Nachtmahr war in der Nähe. Was ich gefühlt habe, das schien von weiter weg zu kommen. Fast als wäre es eine andere Ebene des Seins gewesen. Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, sie sagte, wir seien eine Familie, die niemals getrennt werden könne. Dann will sie mich ersetzen, das kann sie vergessen. Ich bin jetzt deine Familie. Und nichts wird uns entzweien. Nein, noch nicht einmal der Tod. Noch immer wütend? Darauf kannst du Gift nehmen. Einfangen! Wow, oha. Antea kann das Gewebe des Schleiers mein Ziel darum manipulieren und so festhalten. Besonders effektiv gegen Schlingefeu. So kann Red die kleinen Schemen, die sich an dessen Knospen befinden, zerstören. Aha. Red verursacht 20% mehr Schaden, aber er leidet 10% mehr Schaden. Okay, nehme ich. Wenn Red getroffen wird, verursacht der nächste schwere Angriff 100% mehr Schaden. Auch gut. So hebt sich's quasi aus. Auf. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Das Tintenfass. Trauer und Groll. Hier zum Fort Jericho. Können wir jetzt endlich die Schlingpflanzen wegmachen? Ja, guck mal hier. Wir können aufrüsten. Makellos. Nichts. Was ist denn hier? Stufe 6, makellos. Ist aber Vitalität und so, Geschick geht dann hoch. Ein bisschen weniger Gesundheit. Hm. Wir bleiben dabei erstmal. Was haben wir hier noch Schönes? Lassen wir das erstmal. Okay. Gehe zum Fort Jericho.
Hallo, Rabe. Lesen. Was hat der Rabe? Ich weiß es nicht. Was soll das heißen, Seredin? Können wir nicht mit dir reden? Seredin, was ist los? Ich glaube, sie kann uns nicht hören. Wir müssen zurück in die Sümpfe. Okay. Das verstehst du? Aber es ist ein Vogel. Es ist Seredin, die durch die Krähe aus dem Totenreich spricht. So dumm, dass es nicht auch umgedreht funktioniert. Stell dir vor, auf solche Entfernungen Unterhaltungen zu führen. Wäre schon cool, ne? Können wir jetzt raus? Ach, wir müssen schnell reisen. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ziemlich lange Folge diesmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.